Wir fangen den Deckenbalken von oben ab. Ja, aufgemacht. Du musst es an den Balken vorbeigehen. Nee, das hat man gesagt, da kommen wir nicht vorbei. Wir müssen was wegnehmen davon. Das hat man das letzte Mal gesagt. So, du hast jetzt 14 cm bis zum Balken, 19 cm ist bis Mauerwerk, 5 cm weg, plus Brandschutzdämmung bis bei 21 cm. Das ist der Wechsel, der hier ist. Der hier drin ist. Was? Dass wir den Balken ordentlich versetzen. Mach ihn kaputt. Kurze Erklärung, was wir hier machen. Wir fangen den Deckenbalken von oben ab. Man kann den von oben und von unten abfangen. Weil der Deckenbalken, der hier ist, der würde eigentlich durchlaufen. Von da hinten bis dahinter. Und hier ist ein Wechsel drin, der den sozusagen abfängt. Weil der da fest ist, hält der den. So, weil hier Schornstein war und wieder hinkommt, macht man so einen Wechsel. Der Wechsel passt aber jetzt nicht, den müssen wir einkürzen. Jetzt fangen wir den von oben ab. Weil hier liegt es auf, hier liegt es auf. Wenn wir das hier verschrauben, kann der nicht runterfallen. Wir machen noch eine Amtsschraube mit rein. Kann ich oben machen? Ja, auf's gemacht. Alter, das ist nicht schwer. Jetzt kann ich ja Brüche machen. Wir haben ja jetzt hier den Balken gewechselt. Ja, das haben wir da, mitbekommen. Da. Hier sieht man es noch, wo er war. Mhm. Jetzt müssen wir aber das hier ja auch noch messen. Weil wir müssen ja die Brandschutzdämmung dann drum und hier muss dann ausbetoniert werden. Jetzt bereiten wir den hier vor. Der ist nur Show. Der hat nichts weiter zu bedeuten. Den schmeißen wir hier rein. Und da kommt die Latte hier dran. Und dann machen wir hier ein Brett drauf. Da können wir jetzt die Schüttung komplett reinmachen, hier reinmachen, da können die Platten wieder drauf und da ist man zu. Und dann nur das Deckenloch, was wir eigentlich brauchen. Und das heißt, so, weil das schrauben wir nur hier ein Stück an, das schrauben wir hier mit fest. Das hat wie gesagt nichts wirklich zu halten hier auf der Seite. Jetzt schrauben wir hier gleich die Latte an, weil danach kommen wir mit dem Akkuschrauber und Schraube nicht mehr da rein. Da waren wir viel zu lang. Für einen Fehlboden. Nägel sind besser. Weil wenn man es mal wieder aufmachen will, Schrauben kriegst du, wenn die dann irgendwann mal angegangen sind, ist immer das Problem, kriegst du sie nicht mehr raus. Angegangen, verrostet oder irgend sowas. So, und dann müssen wir jetzt hier reinprügeln, das Ding. Wenn wir jetzt nämlich hier mal so runter gucken, dann machen wir Platz zwischen Schornstein und hier. Dann können wir das schön ausdämmen. Gib mal bitte das Rote da. Danke. Die ziehen ja toll. Sind überhaupt nicht zu empfehlen. Weil das obere Material härter ist und das untere weicher. Und das obere bremst das dann aus. Schafft es das nicht reinzuziehen? Die haben zwar hier oben einen Fräskopf mit dran. Fangen wir mal unten an. Die haben hier unten so ganz komisch, als wenn die Schraube scheiße gemacht ist. Mhm. Das ist eine Bohrspitze, ist da mit dran. Der schneidet so ein bisschen das mit frei.
damit, wenn die jetzt nur reingedreht werden würde, kann es passieren, dass das Holz aufplatzt. Und das vermeidest du damit. Und hier oben hast du einen Fräskopf. Das heißt, hier sind so lauter kleine Kanten, damit die Schraube sich auch versenken tut. Da fräst die sozusagen hier oben so am Holz. Und dann versenkt die sich. Aber das ist sehr hartes Material, weil das ja hier mit Leim drin ist. Und hier nicht. Und dadurch passiert es auch, wenn man halt so eine Stelle trifft, dass sie nicht so schön reingeht. Dass es unten dann schneller durchdreht als oben. Puzzleteil kann ja nicht passen, guck mal. Da ist es.